Hallo zusammen zu einem weiteren kleinen Video. Es ist, dürfte Nummer 88 sein, eine Schnapszahl. Ich habe wieder 4 neue Apps für euch und die erste kostet 79 Cent und nennt sich hier iDota. Diese App ist wirklich sehr, sehr interessant. Ich glaube, ich habe sogar schon mal Cartoon Wars vorgestellt. Diese App ist ungefähr so ähnlich, nur halt mit einem anderen Grafikstil und ein bisschen anderen Gameplay. Ich starte einfach mal ein neues Spiel. Man kann hier drei Helden auswählen, was ich schon mal sehr, sehr cool finde. Ihr könnt einmal einen guten Nahkämpfer nehmen, einen mittelmäßigen, also der beides relativ gut kann, und einen Magier. Ich nehme meistens den Magier, der ist dann halt für den Fernkampf gut. Jetzt kriegt ihr immer hier eine Erklärung, was ihr alles genau machen müsst. Und jetzt nur noch kurz warten. So, hier seht ihr schon mal euren Magier. Wenn ihr hier draufklickt, hier oben auf das Icon des Magiers oder direkt auf dem Magier, könnt ihr ihn bewegen. Und wenn wir hier jetzt mal rüber scrollen, seht ihr hier die Basis des Gegners, die zerstört werden muss. Ihr kriegt immer Gold, hier oben auf euer Konto sowieso drauf. Hier läuft noch eine Zeit, und zwar ist das die Zeit. Wir klicken mal hier oben auf die Basis. Ihr könnt euch jetzt hier Einheiten erstellen von eurem Gold. Das werde ich auch gleich mal machen. So. Und jetzt, wenn die Zeit abgelaufen ist, werden diese 5 Einheiten erstellt. Ich kann im Moment nicht mehr machen. Hier auf diesem Button, hier unten in der Ecke, kann ich noch upgraden. Aber im Moment habe ich nicht genug Gold, wie ihr, glaube ich, auch seht. Und jetzt laufen die einfach automatisch auf den Gegner zu. Den kann ich noch hinterher schicken. Ich kann den auch noch aufrüsten mit verschiedenen Skills. Zum Beispiel... Das hier klingt gut. Ist halt alles auf Englisch, aber ist es wirklich so, dass man es auf jeden Fall auch verstehen kann. Und jetzt hier das Mega-Battle. Wollen wir doch gleich mal einen hier verzaubern. Zack. Und der Held sammelt auch Erfahrung. Hier XP, wie ihr hier sehen könnt. Und die Zeit ist gleich schon wieder abgelaufen. Das heißt, ich mache am besten nochmal ein paar Einheiten. Damit wäre das ganze Spielprinzip erklärt. Es macht anfangs wirklich mega viel Spaß. Ich habe 3 Runden gespielt, zwar auch immer verloren, aber es hat mir wirklich Spaß gemacht. Nach einer Weile nervt es aber, weil man wirklich nie gewinnt, weil das Spiel ist wirklich nicht einfach. Das muss man einfach mal sagen. Und ja, aber es macht wirklich am Anfang für 79 Cent, kann man sich's auf jeden Fall mal angucken, weil es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und Grafikstil ist nett, ist halt nicht überragend, aber... ja, das Spiel ist für 79 Cent auf jeden Fall in Ordnung. Oh Mann. Okay, und jetzt habe ich eine kostenlose für euch. Und zwar nennt sie sich Haribo. Viele von euch werden bestimmt iBeer kennen. Und diese App funktioniert genauso, nur halt mit Gummibärchen. Und diese App wurde entwickelt um ein Herz für Kinder. Das ist so eine Spendenaktion von Haribo, damit diese halt unterstützt wird. Wir können hier unten mal, ihr seht hier diese Reiter, mal auf Aktion klicken. Hat bislang nicht so viel gebracht. Hier sehen wir es. Man kann auch Geld spenden. Das geht man hier einfach unter mithelfen. Habe ich aber auch nicht getan. Mal gucken, ob da überhaupt noch was passiert. Aber auf jeden Fall die App an sich. Jetzt bin ich hier unten einfach mal auf diesen Beutel gegangen. Dann kann ich hier aufreißen. Und dann seht ihr hier oben dieses kleine Loch. So, dann muss ich mal den X-Stand ein bisschen lockerer machen, damit das auch funktioniert. So. Und dann purzeln hier die Gummibärchen raus. Und im Moment funktioniert es relativ gut. Meistens bleibt das da dann irgendwo stecken und kommt nicht so wunderbar flüssig raus, wie man es gern hätte. Deswegen, wenn da dieses Loch hier oben einfach ein bisschen größer wäre, hier seht ihr schon, die quälen sich da raus. Und die Gummibärchen wirken auch allesamt etwas zu leicht. Also die Physik ist nicht so die tollste. Aber ich denke, um mal so kurz... den iPod zu präsentieren, was der denn so alles kann, reicht das auf jeden Fall. Oder ist noch eins drin? Egal. Das war Haribo. Mehr kann ich euch dazu auch nicht zeigen und will ich auch nicht. Wenn es euch gefällt, könnt ihr es euch ja runterladen. Okay. Jetzt habe ich noch eine richtig coole App für euch und zwar Run. Ich denke, viele von euch werden davon schon gehört haben. Was müsst ihr bei Run machen? Ihr müsst rennen. Unglaublich. Ihr lauft die ganze Zeit in eine Richtung und müsst
hochspringen, indem ihr auf dem Bildschirm so nach oben zieht. Ihr müsst euch ducken, indem ihr nach unten zieht, auf Sachen tippen, damit ihr da auf sie schießt und schlagen müsst hier unten. Ich klicke hier einfach mal auf Run. Dann habt ihr drei verschiedene Spielmodi. Einmal den Quick Mode, da geht es am Anfang schon richtig hart los mit vielen Objekten. Und Custom Mode könnt ihr selber einstellen, wie, wann, was kommen soll und so. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Und halt der normale Modus, den ich am liebsten spiele, da ist schon alles voreingestellt. Okay, und dann seht ihr hier, hier könnt ihr schon schlagen. Hier oben seht ihr eure Leben. Und ihr kriegt für alles wirklich Punkte. Jetzt zum Beispiel hier mal schön hochspringen. Krieg ich Punkte, dann kann ich hier drauf tippen. Diese Objekte sind zerstörbar. So, bam. Und den hier kann ich nicht antippen. Upsala, den muss ich schlagen. Bam. Und ihr bekommt halt für alles Punkte und es geht halt immer darum, so schnell wie möglich, oder gar nicht so schnell wie möglich, halt so gut wie möglich zu reagieren, so viele Punkte zu sammeln wie möglich. Es kommen auch immer hier Level Up at 100, seht ihr schon, da kommen auch immer wieder neue Objekte hinzu oder ihr müsst, oder das Tempo wird erhöht und ihr könnt ja auch schon sehen, ich kann auch Sachen kombinieren, ich kann hochspringen und in der Luft den machen, ich kann rutschen und schlagen gleichzeitig, das kann man alles kombinieren, was ich auch sehr, sehr cool finde, was man im späteren Verlauf des Spiels auch machen muss, damit man noch gewinnen kann. Und ja, bam, bam. Ja, und mehr kann man hierzu eigentlich auch nicht sagen, außer dass es wirklich ein totales Suchtspiel ist, dass ich schon wirklich sehr, sehr viel Zeit damit verbracht habe. Und es mir immer noch Spaß macht. Und ich kann es für 79 Cent kostet es, glaube ich, im Moment wirklich jedem nur empfehlen, weil ich spiele das wirklich so oft und so gerne. Ihr seht hier auch immer, ich kriege da immer was Schönes auf mein Konto gut geschrieben. Ich kann ja mal die Musik anmachen. Nervtötende Musik, aber sie passt wirklich perfekt zu diesem Spiel. Ja, das soll es auch von diesem Spiel gewesen sein. Es nennt sich Run und kriegt von mir auf jeden Fall eine totale Kaufempfehlung. So, den Extend nochmal wieder gerade. Wunderbar. Und jetzt das letzte Spiel für euch ist nochmal ein kostenloses. Und zwar nennt es sich Goblins Aerocraft. Oder Arrow, ja, passt schon. Ich gehe einfach mal auf Play, dann kann ich es euch auch direkt zeigen. Was ihr machen müsst. Ihr müsst am Anfang hier über den Bildschirm ziehen und damit euren Goblin in die Luft lassen. Das machen wir auch gleich mal. Und dann müsst ihr ihn immer so hin und her schieben und diese Raketen einsammeln, um höher zu kommen. Ist jetzt vielleicht nicht so das super tolle Spielprinzip. Das Spiel ist auch wirklich nur so mittelmäßig. Es macht am Anfang wirklich Spaß. Ihr dürft diese Objekte, diese Bälle hier, diese Blöcke, nenne ich es mal, diese Felsblöcke, dürft ihr nicht berühren. Und ja, damit wäre das Spielprinzip auch wieder erklärt. Ist nur eine Light-Version und die Vollversion würde ich mir auch nicht kaufen, weil das Spiel ist dafür wirklich irgendwie zu langweilig. Die Steuerung funktioniert auch nicht immer, na geil, nicht immer perfekt. Und was ich noch doof finde, der Highscore wird nicht automatisch gespeichert. Man muss immer erst auf Save Score gehen, so. Dann seinen Namen eingeben, der letzte Name steht dann meistens da schon, aber trotzdem, das finde ich nervig. Ja, also wie gesagt, ist von am Anfang ganz lustiges Spielprinzip, kann man mal reingucken, ist was Neues, aber mehr ist es auch nicht. So, ein bisschen Energie noch, ja, geil. Okay, das soll es jetzt auch gewesen sein mit meinem 88. App-Review. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich wünsche euch viel Spaß mit euren neuen iPods. Ich denke, viele von euch werden die zu Weihnachten gekriegt haben. Ich kriege auch sehr, sehr viele Mails und Anfragen, wie das denn jetzt alles funktioniert. Naja, ich freue mich auch über meinen EPC, der steht jetzt hier auch neben mir und zeigt mir an, welche Spiele ich denn jetzt gerade vorstellen muss und wie viel Zeit ich noch habe und die Zeit läuft wirklich schnell weg. Deswegen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Spaß mit euren iPods und viel Spaß mit diesen Spielen.